Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns das Thema Deckenplatten an. Wir werden uns die Begrenzung der Verformung ohne direkte Berechnung anschauen und die Schnittgrößenermittlung mit dem Verfahren nach Pieper-Martens. Ja, beginnen wollen wir mit der Begrenzung der Verformung. Ohne direkte Berechnung ist auch Nachweis der Biegeschlankheit. Okay. Für die Begrenzung der Form und direkte Berechnung gibt es zwei Formeln. Wir werden es in der Klausur immer so machen, dass der Bewährungsgrad, den wir wählen, kleiner ist als der Referenzbewährungsgrad Rho 0, sodass wir immer nur diesen Fall haben. Ja, ich schreibe es mal hinter. Immer Rho so wählen, ja, dass es kleiner ist als Rho 0. Rho 0 berechnet sich über Wurzel fck mal 10 hoch minus 3 und das ist der Referenzbewährungsgrad. Wenn wir diesen Fall haben, also Rho ist kleiner als Rho 0, dann ermittelt sich L zu D über kleiner gleich k mal 11 plus 1,5 mal Wurzel fck mal Rho 0 zu Rho plus 3,2 mal Wurzel fck mal Klammer Rho 0 zu Rho minus 1 und das hoch 3 halbe. Zusätzlich gibt es noch zwei weitere Grenzwerte, also zusätzliche Grenzwerte für L zu D. L zu D muss grundsätzlich kleiner als k mal 35 sein. Das gilt ganz allgemein immer. Und kleiner als k² mal 150 durch L. Das ist, wenn wir verformungsempfindliche Trennwände haben, also bei verformungsempfindlichen Trennwänden. Aber diese k mal 35, die gilt immer als obere Grenzwert. So, und das k, also mit k, wenn das Seitenverhältnis L-effektiv der kleinen oder die beiden L-effektivs, wenn die im Seitenverhältnis von 0,8 bis 1,25 liegen, dann kann ich k folgendermaßen ermitteln, wenn wir ein Feld haben, also hier, dann ist k einfach 1,0. Wenn es sich um ein Endfeld von einem Durchlaufsystem handelt, dann ist k 1,3. Wenn es sich um ein Mittelfeld, Innenfeld, wollte ich schreiben, Innenfeld handelt, dann ist k 1,5. Beim Kragträger k gleich 0,4 und bei einer Flachdecke gilt k gleich 1,2. Dann kann es sein, also ich habe jetzt d bestimmt und ich habe schon eine Deckendicke vorhanden, dann will ich überprüfen, ist die vorhandene Deckendicke ausreichend. Ja, oder ich kann eine Deckendicke, eine erforderliche berechnen, beides möglich. In der Klausur war es
jetzt in der Regel immer so, dass wir eine Deckendicke gegeben haben und überprüfen sollten, ob die ausreichend ist. Deswegen machen wir das jetzt einmal. Wie macht man das? Also Überprüfung, ob die Deckendicke ausreichend ist. Also ich rechne erstmal das D vorhanden aus. Wir haben meistens die Deckenhöhe gegeben, H. Dann ziehen wir das Verlegemaß ab. Und wir haben in der Regel eine Decke in beiden Richtungen Längsbewehrung drin liegen. Und wir gucken einfach für die innenliegende Bewehrung auf der sicheren Seite liegen. Deswegen minus Durchmesser Längsstab, minus Durchmesser Längsstab halbe. Also schauen wir hinter. Annahme, Bewehrung liegt innen. Ja? Dann können wir also damit das vorhandene D ermitteln und dann rechnen wir einfach L zu D vorhanden und das muss kleiner sein als L zu D erforderlich, was wir halt hier über diese Formel hier ermitteln. Jetzt, was setze ich für L überhaupt an? Das ist je nachdem, also wenn wir eine zwagsig gespannte Platte haben, zwagsig gespannt, dann ist L die kürzere Stützweite. Bei einer Flachdecke ist L die größere Stützweite. Und bei einer einachsig gespannten Decke, einachsig gespannt, dann nehmen wir die effektive Stützweite. So, was ist jetzt, wenn wir nach der Biegemessung herausbekommen, dass der erforderliche Bewegungsgrad kleiner ist als der geschätzte Bewegungsgrad? Also Frage, was ist, wenn Rho erforderlich kleiner als das geschätzte Rho? Wir haben ja jetzt hier am Anfang gesagt, wir müssen hier erstmal eine Annahme für Rho treffen, ja, und wählen Rho jetzt immer so, dass es kleiner als Rho 0 ist, damit wir diese Formel anwenden können hier. Rho gibt ja an, wie hoch die Beanspruchung ist. Ne? Umso höher ich Rho wähle, umso größer ist die Beanspruchung. Wenn ich jetzt also rausfinde, unser erforderliches Rho aus der Biegemessung ist kleiner als das geschätzte Rho. Biegemessung. Ja, also ist kleiner als das geschätzte Rho. Dann ist die Einwirkung geringer und deswegen muss ich nichts machen. Ja, ich kann mit dem geschätzten Rho leben. Ich könnte es dann neu durchführen, um die Decke vielleicht etwas geringer auszuführen. Ja. Also schreiben wir hin, Schätzung okay. Es muss nicht neu gerechnet werden. Da die Beanspruchung kleiner als angenommen ist, es darf neu gerechnet werden. Um die Platte dünner auszuführen. So, um was gilt, wenn Rho erforderlich größer als Rho geschätzt ist? Dann ist die Beanspruchung größer als die geschätzte Beanspruchung und dann muss ich neu berechnen. Ja? Also neu rechnen.
Klar, Beanspruchung. Höher als geschätzt. Okay, jetzt, das gilt ja für einachsig gespannte Decken, für zweiachsig gespannte Decken gleichermaßen. Und jetzt gucken wir uns mal das Verfahren von Pieper-Martens an, was man für zweiachsig gespannte Platten benötigt. Ja? Also Pieper-Martens. Für Schnittgrößenermittlung. Von zweiachsig gespannten Platten. In der Vorlesung haben wir auch Czerny-Tafeln behandelt. Da werde ich jetzt in der Klausurvorbereitung nicht nochmal neu drauf eingehen. Im Prinzip sind das auch Tafeln, aus denen man ablesen muss, wie beim Pieper-Martens. Ein bisschen aufwendiger, weil man in verschiedene Tafeln reingucken muss, aber vom Grunde her ist es ziemlich ähnlich. Okay, wie gehe ich hier vor, wenn ich Pieper-Martens anwende? Als erstes kontrolliere ich, ob die Anwendungsgrenzen eingehalten sind, also darf ich die Tafeln verwenden oder nicht. Die Anwendungsgrenzen sind zum einen, dass die Belastung QK kleiner sein muss als zweimal die ständige Last GK. Dann muss eine konstante Gleichlast vorliegen. Konstante Gleichlast. Und als drittes darf das Seitenverhältnis Ly zu Lx nicht größer als 2 sein. Das sind die drei Anwendungsgrenzen. Wie muss ich die Belastung wählen für Feld- und Stützenmomente? Also Belastung. Wir haben jetzt mal hier so ein Raster, 4 auf 4 Kästchen. Ich kopiere das schon mal, brauche ich gleich nochmal. Und wir suchen jetzt das maximale Feldmoment in diesem Feld. Also hier maximales Feldmoment. Und wir suchen hier an dieser Stelle das maximale Stützmoment. Ja, wie muss ich belasten, damit ich in diesem Feld das maximale Feldmoment bekomme? Klar, ich muss auf jeden Fall dieses Feld belasten. Und jetzt mache ich das Ganze schachbrettartig. Ja, das heißt, die diagonal angrenzenden Felder werden auch belastet. Und dann geht es eigentlich von da wieder schachbrettartig weiter. Das ist eigentlich relativ simpel. Wie sieht das beim maximalen Stützmoment aus? Auf jeden Fall muss ich die beiden angrenzenden Felder belasten, das ist klar. Und jetzt mache ich es im Prinzip auch schachbrettartig. Also das Feld wird belastet, das Feld wird belastet. Das Feld hier, das hier oben und hier unten werden wieder beide belastet. Okay, also das sind die Belastungen für ein maximales Feldmoment und für ein maximales Stützmoment. Wenn wir in die Tafeln von Pieper-Martens reingehen, brauchen wir gewisse Eingangswerte. Also Eingangswerte für die Tafeln von Pieper-Martens. Das ist einmal das Stützweitenverhältnis.
ly zu lx, beziehungsweise ly' zu lx', das ist auf lokale Koordinatensysteme bezogen. Immer, wir sorgen immer dafür, dass ly der größere Wert ist. Ja? Also hier das mit dem Strich lokales Koordinatensystem. Wenn ly kleiner lx. Ja, dann nehmen wir ein lokales Koordinatensystem. Deswegen mit dem Strich. Dann brauchen wir die jeweilige Stützungsart. Als Eingangswert. Wenn wir zum Beispiel hier so eine Deckenplatte mit 6 Feldern haben, ich sage jetzt mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier ringsrum gelenkig gelagert. Und ich möchte gerne das Feldmoment einmal hier in 5 und einmal das Feldmoment in Feld 6 bestimmen, dann ist es so, dass hier Feld 5 hier komplett eingespannt ist und bei Feld 6 haben wir die beiden Seiten eingespannt. Also Feld 5 sieht so aus. Hier Einspannung ringsrum und Feld 6. Haben wir hier und da eine Einspannung. Wir nehmen aber hier eine 50-prozentige Einspannung an. Annahme 50-prozentige Einspannung. Warum machen wir das? Dafür gucken wir uns nochmal das Ganze bei den Scherni-Tafeln an. Also ich schreibe mal hin, Einschub Scherni-Tafeln. Also bei Scherni, da machen wir es ja so, dass wir in einem Fall alle Felder mit g plus q halbe belasten. Also hier haben wir g plus q halbe. Und die Verformungsfigur, die sich dann einstellt, sieht in etwa so aus. Wir haben also hier in dem Bereich eine horizontale Tangente. Und das bedeutet, im Prinzip ist das nichts anderes, als wenn wir hier einen Einfeldträger haben, der hier rechts eingespannt ist. Die Verformungsfigur ist die gleiche. Gleiche Verformungsfigur. Schreiben wir dahinter, Verformung. Wie bei Einspannung. So, dann machen wir das gleiche nochmal bei den Belastungsumordnungsverfahren. Aber wir belasten hier mit P halbe, Q halbe, Entschuldigung, Q halbe. Und hier belasten wir mit minus Q halbe. Ja, dann haben wir nämlich G plus Q halbe. Plus Q halbes als G plus Q, das heißt, dieses Feld ist mit G plus Q belastet. Dieses Feld ist mit G plus Q halbe minus Q halbe, also nur mit G belastet. Ja? Also wir haben für das maximale Feldmoment hier die volle Verkehrslast und hier keine Verkehrslast. Wie sieht die Verformungsfigur in diesem Fall aus? Und hier sieht das Ganze aus wie bei einer frei drehbar gelagerten Platte. Ja? Also Verformungsfigur wie bei einer
gelenkigen Lagerung. Und Pieper Martens kombiniert diese beiden Fälle und deswegen 50%ige Einspannung. Schreiben wir nochmal drunter. Pieper Martens Kombination von beiden Fällen deshalb 50% Einspannung. So, und dann lesen wir jetzt Tafelwerte ab. Ablesen von Tafelwerten fx, fy, sx, sy. F steht immer für Feldmoment, s für Stützmomente und dann immer in x- oder y-Richtung. Feldmomente berechnen wir dann mfx oder y. Ist dann einfach pd mal lx² durch fxy. Ja, der Tafelwert für fx oder für fy. Stützmomente also m, s, x oder y, pd mal lx², also minus pd mal lx² durch sx oder y. Nochmal dahinter, damit es keiner falsch macht, wir nehmen immer lx, ja? Egal ob fx, fy, sx, sy, immer lx, ja? Bei allen Formeln lx. Ja. Bei Stützmomenten müssen wir noch was beachten. Schreiben das eben auf. Also bei Stützmomenten beachten. Beim Seitenverhältnis L1 zu L2 kleiner 5 zu 1. Da muss MS, also unser Stützmoment, auf jeden Fall größer sein als der Mittelwert MS1 plus MS2 halbe und größer als 0,75 mal den maximalen Moment, also MS1 oder MS2. Falls mal der Fall sein sollte, ich mache es in Klammern, dass L1 zu L2 größer ist als 5 zu 1, dann wäre MS einfach der Maximalwert von MS1 und MS2. Noch ein wichtiger Hinweis, Stützmomente dürfen hier nicht ausgerundet werden, die ich hier ermittle. Ja? Also Stützmomente dürfen nicht ausgerundet werden. Also die Momente, die wir aus den Tafeln von Pieper Martens bekommen, das sind unsere Bemessungsmomente. Hier dann noch kurz zur Biegemessung, die danach folgt. Bei Deckenplatten wird grundsätzlich mit einer Breite von B gleich 1 Meter gerechnet. Ansonsten läuft die Biegemessung genauso wie bei einer, wie wir es im Massivbau 1 kennengelernt haben. Ja? Also bei Deckenplatten wird ein Meterstreifen verwendet, also B gleich 1 Meter. Sonst wie
bei Massivbau 1, alles weitere, ja, Omega-Tafeln und so weiter.